Die Region wird von vielen kleinen persönlichen Orten geprägt. Doch was sind diese Orte? Ist es die Stadt, die dahinter dem Hügel liegt? Oder vielleicht das Dorf, in dem ich lebe? Womöglich ist die Kirche im Zentrum des Dorfes solch ein prägender Ort. Wie sieht es aus mit dieser kleinen Überraschung am Wegesrand? Auch dies ist ein Bestandteil unserer Region. Wie ist das mit dem Lieblingsplatz am Fluss? Orte sind stets gebunden im Kreislauf der Zeit. Wir spüren die Vergangenheit, auch wenn wir sie bereits vergessen haben. Wir leben in der Gegenwart. Und haben die Zukunft vor Augen. Und alle diese kleinen, ganz persönlichen Orte prägen unsere Region. Ja, die Region, sie prägt uns. Sie prägt uns in der Sprache, sie prägt uns auch in unserem Verhalten. Und vergessen wir nicht, es leben in dieser Region Menschen, viele Menschen. Menschen mit Träumen, Menschen mit Wünschen. Und natürlich auch sehr viele Firmen, große Firmen, kleine Firmen. Und genau um solch kleine Firmen soll es jetzt zum Folgenden gehen. Mein Name ist Holger Hinz und ich bin Mitinhaber der Firma Die Waage Bäuerliche Sinnigkeiten. Im Internet finden Sie mich mit meinen Gourmet-Karte-Blogs und mit diversen Seiten, wo Sie meine Fotos betrachten können. So, liebe Leute, das war bisher der große Überblick über das Thema, was macht die Region aus? Und jetzt möchte ich euch meinen ganz persönlichen kleinen Ort zeigen. Folgt mir doch einfach.
Mein Name ist Ines Bodach und ich führe dieses Geschäft Markt 5. Es ist mein großes Herzensprojekt. Ich bin aufgewachsen als Kind in einem Schrebergarten und habe immer schon, auch als junge Frau, einen Kleingarten gehabt, war also oft eben Selbsterzeuger und von daher liegt es mir sehr am Herzen, unsere Region zu stärken und diese Produkte hier anzubieten von diesen hiesigen Produzenten, weil ich bin der Meinung, wir Menschen sollten die Arbeit der Menschen hier wertschätzen, die Lebensmittel wertschätzen, die auf unseren Böden wachsen. Ich sehe keinen Sinn, eine Biogurke aus Spanien zu kaufen, wenn ich Gurken hier aus unserer Region kaufen kann, von Gärtnereien, von Produzenten oder genauso eben auch mit den Kräutern. Ich arbeite sehr eng zusammen mit Kräuterproduzenten und möchte diese unterstützen, dass sie ihre Produkte zeigen können, dass die Kunden aufmerksam werden. Genauso schlägt mein Herz für die Kunst. Und diese möchte ich auch unterstützen, die Künstler aus der Region, dass sie hier ihre Produkte ausstellen können, damit die Menschen auch sehen, dass jeder Mensch kreativ sein kann. An der Arbeit mit den hiesigen Produzenten schätze ich auch sehr diese kurzen Lieferwege. Wir können ganz unkompliziert Bestellungen aufnehmen von den Kunden und können die weiterleiten. Und in ein paar Minuten bin ich bei den Produzenten, hole mir dort die Ware ab, sehe vor Ort, wie es produziert wird oder ich werde beliefert und brauche keine langen Wege. Und das ist ja auch ein Beitrag für unseren Umweltschutz. Schön. Dankeschön. 8 Euro bitte. Mein Name ist Jürgen Zuckes und ich bin Inhaber von Bikes & More, dem Fahrradverleih in Bernburg. Sie haben bei mir die Möglichkeit, Fahrräder zu mieten für Kleinkinder bis zu Erwachsenen. Selbstverständlich führe ich auch E-Bikes in meinem Programm. Bei mir können Sie geführte Touren buchen, die ich dann in die Region des Salzlandkreises führe. Wir sind hier im größten Kräuteranbaugebiet Deutschlands und von hier starte ich dann die Touren ins Kräutergebiet und natürlich auch in die Richtung von offenen Gärten, wo Produzenten sind, die für hier die Region Produkte herstellen, meistens in Manufakturarbeit. Und das möchte ich meinen Gästen hier in Bernburg zeigen. Ja, und da ich sehr heimatverbunden bin, möchte ich durch meine geführten Touren, die jederzeit bei mir gebucht werden können, den hiesigen Mitmenschen als auch den Gästen, die nach Bernburg kommen, nicht nur einfach die normalen Sehenswürdigkeiten darstellen, sondern wirklich ins Innere gehen und dort zeigen, was die Region noch bietet. Sollten Sie Interesse haben an eine geführte Tour, melden Sie sich einfach per Mail oder per Telefon bei mir. Ich würde für Sie eine geführte Tour ausarbeiten. So nach Ihrem Geschmack und dementsprechend gibt es dann ab 2 Personen bis 12 Personen führe ich die Touren durch und ich erwarte Ihre Anfragen gerne und würde diese auch dann beantworten. Thank you.
Hier sind Sie im Ascania Hotel in Bernburg. Das ist ein familiengeführter Betrieb, wo Eigentümer und Betreiber noch ein und dieselbe Person sind. Wir legen unser Hauptaugenmerk auch auf regionale Produkte. Gerade im Frühstück gibt es dann Eier aus der Nähe, Käse aus der Nähe, Wurst vom Fleischer um die Ecke. Das zieht sich dann im Restaurant fort. Da ist es dann das Bier, was wir regional produzieren, ein sogenanntes Craft Beer, aber auch Fassbrause. Wir haben beispielsweise eine Hopfen-Holunder-Brause aus Gommern, die ist sehr beliebt bei den Gästen und wir freuen uns immer wieder, wenn wir da die Region unterstützen können und auch Gäste nach genau diesen Produkten fragen und davon begeistert sind. Na, haben Sie gesehen, in unserer Region gibt es sehr viele klitzekleine Orte, wo es sich lohnt, diese zu entdecken und näher kennenzulernen. Deshalb heißt es bei uns nicht nur zum Tag der Region, besuchen Sie unsere Region, denn unsere Heimat, sie lebt und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und so öffnet auch unser Kräutergarten, der Fuhnegarten, nochmal zum Tag der Region und lädt viele Besucher ein. Wir freuen uns auf Sie. Denn nun wissen Sie ja auch, wo Sie bei uns übernachten können, wo es leckere Dinge zu kaufen gibt, wie Sie mit dem Fahrrad unterwegs sein können und ein Ziel haben Sie von mir auch bekommen. Und Sie sehen, auch sehr kleine Orte können in der Region große Spuren hinterlassen. Ich hoffe, dieser kleine Film hat Ihnen gefallen. Ihr Holger Hinz.